Also, jetzt komme ich zu den Himmelssteinen. Hierzu solltet ihr wissen, dass jeder Stein, um den zu aktivieren, ihr braucht hier möglichst viel Ruhm, ne? Und Infamie, also ihr müsst schon bekannt sein und schon einiges im Spiel gemacht haben, damit ihr die Steine aktivieren könnt. Ich komme so weit, dass ich jeden einzelnen Stein bereits aktivieren kann. Und deswegen dann mit den Fundorten, dass ihr die dann auch habt. Noch zu wissen gibt es, dass es, wenn ihr einen Stein aktiviert, die Fähigkeiten sind dann nicht weg, sondern ihr werdet mit dem Aktivieren jedes Steines mächtiger werden. Es gibt insgesamt 7. Für den letzten Stein, den Drachenstein, braucht ihr hinterher dann 70 an Ruhm. Und ihr seid dann wirklich saumächtig, um es mal ehrlich zu sagen. Und das hier ist erstmal der Ionestein. Hat eine relativ niedrige Klassifizierung. Den aktiviere ich jetzt einmal. Ionisch Schatten zur Zauberspruchliste hinzugefügt. Das ist jetzt der erste Standort. Und der befindet sich auf der Karte. Hier der Schrein von Sanguin. Und dann müsst ihr östlich davon gehen. Da, wo jetzt mein gelber Pfeil ist. Also bei dem einen Stein vorher konntet ihr für Ruhm 10 aktivieren. Und Ehrlosigkeit ist immer so ein, also kombinierter Ruhm und Ehrlosigkeit. Daraus setzen die sich zusammen, wie du die aktivieren kannst. Für den hier braucht ihr 20 Ruhm und Ehrlosigkeit. So, aktivieren. Tore von Ethereus hinzugefügt. Ja, manche Namen, die muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen, wo die alle herhaben. Gut, das war jetzt der zweite Himmelsstein. Den Jodestein Nummer 3, also quasi Himmelsstein Nummer 3, der Jodestein. Den aktiviere ich. Jodesblut hinzugefügt. Jetzt will ich aber mal gucken, ob das tatsächlich stimmt, ob man alles behält. Ja, tatsächlich. Jodesblut, Jodesschatten, Kriegsruf, also behält man alles durchweg. Schon echt gut dann. Auf der Karte befindet er sich hier in der Nähe des Trolllichtlagers. Da gibt es dann den Jodestein zu finden. Für den vierten Himmelsstein braucht ihr einen Ruhmwert von 40. Jetzt muss ich mal den Wolf töten. So. Das ist jetzt der Sithius-Stein. Sithianetz hinzugefügt. Auf der Karte liegt es hier zwischen der eingefallenen Mine und so der Festung Linschal. So einen kleinen Bogen macht er da rum. Dann findet ihr hier den vierten Himmelsstein. Für den Magnusstein benötigt ihr einen Ruhmwert von 50 und natürlich Ehrlosigkeit. Achso, da hinten ist ein Jäger. Gut, auch wieder aktivieren. Oh. Natürlich nicht dann. Ist ja nicht dunkel. Dann kann ich den ja nicht aktivieren. Schar von Magnus wurde hinzugefügt. Es folgen noch zwei weitere Steine. Den vorletzten Stein, nämlich den Schisarstein, findet ihr in der Nähe der Eilein-Ruine Telepe. Kann ihr aktivieren. Schild von Schisar hinzugefügt. Da vorne ist Telepe. Und hier findet ihr den auf der Karte. Kann man ganz gut finden und relativ einfach auch. So, und der letzte Stein, nämlich der Drachenstein, für den benötigt ihr einen Wert von 70 bis, also 70 Ruhm und Ehrlosigkeit. Also der Drachenstein, wirklich Drachentraum, ist jetzt aktiviert und wurde hinzugefügt. Jetzt können wir halt nochmal die
Übersicht machen hier, was ihr alles von diesen 7 Steinen habt. Als erstes halt hier Scythianetz. Da rechts könnt ihr sehen, was es bewirkt. Schild von Shizar. Schar von Magnus. Kriegsruf. Jodes Schatten. Jodes Blut. Und Drachentraum. All diese Sachen sind jetzt aktiv bei eurem Charakter und macht euch wirklich ziemlich mächtig. Gut, das waren jetzt alle Himmelssteine in Cyrodiil. Es gibt halt insgesamt nur 7, aber die 7 machen euch recht stark.